Hypno ist ein Pokémon mit dem Typ Psycho, existiert seit der ersten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Traumato. Es ist ein mittelgroßes Pokémon, das mit Ausnahme seiner weißen Halskrause und seiner braunen Innenohren eine gelbe Fellfarbe besitzt. Im Gegensatz zu Traumato ist Hypno körperlich schlank gebaut und hat einen eher runden Kopf. Oben an selbigen sind seine beiden spitzen Ohren zu sehen und die Augen des Psychotypen sind sehr schmal und halbkreisartiger Gestalt. Sie bestehen aus einer weißen Lederhaut, einer kleinen schwarzen Pupille. Auffälligstes Merkmal ist seine sehr, sehr lange Nase, während sein Mund nicht zu sehen ist und um den Hals herum liegt ein aus weißem Fell bestehender dicker Kragen. Seine Arme sind menschengleich und es hat an jeder Hand 5 Finger, auch wie beim Menschen. Und in einer Hand trägt es ein Hypnosependel, welches aus einem silbernen, dicken Ring besteht, der an einer dünnen Schnur befestigt ist. Die Beine sind minimal dicker als die Arme und an den Füßen befinden sich 3 Zehen und die Shiny-Form von Hypno ist dunkelrosa gefärbt. Hypno ist ein recht verbreitetes Pokémon, das in den Wiesen und Wäldern Kantos, Jotos und Alolas beobachtet werden kann. Einige Exemplare haben sich aber auch eher artuntypisch im Dunkel der Azuria-Höhle angesiedelt. In freier Wildbahn trifft man es allerdings recht selten an. In Alola hat es nur auf Koalelu abgesehen. Menschen haben es kaum zu. Hypno bildet wie gesagt die letzte und einzige Entwicklungsmöglichkeit von Traumato und entwickelt sich automatisch auf Level 26 weiter. Hauptsächlich zu vermerken ist hierbei das weiße Fell, welches sich nun wie ein Schal um Hypnos Hals schlingt, die schlankere Körperstruktur sowie die 2 spitzen Ohren auf dessen Kopf und zusätzlich verfügt das Pokémon nun über ein Pendel, mit dem es Menschen oder andere Pokémon hypnotisiert. Zu seinen Typschwächen: es nimmt halben Schaden gegen Kampf- und Psychoattacken, doppelten Schaden gegen Käfer-, Unlicht- und Geistattacken, wobei in Generation 1 Hypno gegen Geistattacken immun ist. Und die restlichen Attacken machen normalen Schaden.